wie man die Vorderachse am BMW verstärken kann. Ja, hallo und servus. Heute verbaue ich diesen Lenkersatz von Meile HD, welcher beide Zugstreben, Querlenker, Koppelstangen und die passenden Schrauben und Muttern beinhaltet. Hier bei einem E91, die Konstruktion ist jedoch dieselbe wie beim 1er oder X1 der Generation ohne X-Drive. Zusätzlich habe ich mir noch die Arretiermuttern geholt, offiziell müssen diese ersetzt werden. Kurze Info, die HD-Teile sind meist massiver dimensioniert und sollen demnach länger halten. Die HD-Pendelstützen habe ich auch im E46 verbaut und bin damit bis jetzt auch zufrieden. Zuerst zu den Koppelstangen, hier die Muttern mit einer 16er Nuss lösen und mit einer 17er Gabel das Gelenk gegenhalten, dass es sich nicht mitdreht. Unten dasselbe Spiel, hier kann ich echt einen Ringratschenschlüssel empfehlen, da hier einfach nicht so viel Platz ist. Die Links zu allen verwendeten Teilen findet ihr in der Beschreibung. Hier sieht man schön, wie ausgeschlagen das Originalteil schon ist, im Gegensatz sollte das neue Teil schön stramm sitzen. Auf der originalen Stütze steht Made in Japan, wäre echt interessant zu wissen, wer diesen zugeliefert hat. Im Vergleich hier der originale zum HD-Teil von Meile. Habt ihr schon besonders gute oder schlechte Erfahrungen mit bestimmten Herstellern gemacht? Würde mich echt interessieren, auf welche Marken ihr schwört oder verzichtet. Jetzt umgekehrt einbauen, die neue Mutter bei diesem Hersteller mit einer 15er Nuss und 58 Newtonmetern anziehen. Oben mit einem Inbus gegenhalten und genauso mit 58 Newtonmetern anziehen. Für die Zugstrebe und den Querlenker zuerst die Unterbodenabdeckung abnehmen. Und hier sieht man auch schon, wo diese befestigt sind. Die geschwungene Zugstrebe mit der Mutter unten am Radträger und der Arretiermutter. Und der Querlenker mit der Mutter oben und der normalen Schrauben-Mutter-Kombination. Ich kann hier echt empfehlen, einen guten 40er Torx-Bit zu holen und die Aufnahme zu reinigen. Ich nehme hier eine Mini-Drahtbürste mit der flexiblen Dremelwelle und etwas D-Block-Oil. Ja, die Innotec-Produkte sind zwar etwas teurer, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall ihr Geld wert. Initiell kann der Schlagschrauber hier die 21er Mutter zwar anlösen, aber circa bei der Hälfte ging einfach nichts mehr weiter. Ihr seht gleich warum. Deswegen gehe ich hier jetzt mit dem Induktionsgerät ran und erhitze die Mutter. Einen ausführlichen Test könnt ihr rechts in der Infobox sehen. Der Übeltäter war hier kein Rost, sondern die Kunststoffschraubensicherung, die sich verkantet hat. Durch die Hitze hat sie sich aber schön rausgeschmolzen. Auf der Innenseite die Schraube mit einer 18er Weite lösen, das ging hier auch komplett problemfrei. Und auch hier ist der Lenker schon reif für die Tonne. Beim Querlenker genauso mit 21er Nuss und 40er Torx die Mutter am Achsschenkel lösen. Innen mit einer 18er Nuss die Mutter lösen und mit einem 18er Ring gegenhalten. Die Lenkmanschette kann man ein bisschen wegdrücken, dann geht die Schraube auch besser raus. Nachdem alle Kontaktstellen gesäubert sind, noch die Arretiermutter der Zugstrebe wechseln. Hier am besten darauf achten, dass die neue auch merkbar einklickt. Jetzt kann die Zugstrebe wieder eingebaut werden. Achtung, die innere Schraube darf erst im eingefederten Zustand komplett angezogen werden. Sonst steht das Lager die ganze Zeit unter Spannung und geht frühzeitig kaputt. Die Meilemuttern sind zwar auch 21er, aber mit einem Inbus gegenzuhalten. Angezogen werden diese offiziell mit 165 Newtonmetern. Beim Querlenker auf die Einbaurichtung achten. Und genauso wie vorher nicht komplett anziehen. Die Seite am Achsschenkel ist wieder mit Inbus gegenzuhalten und auch mit 165 Newtonmetern anzuziehen. Jetzt kommt der vorletzte Schritt, das Einfedern. Ich nehme hier einen Wagenheber und Holzblock, achtet da aber wirklich auf die Sicherheit, dass euch nichts wegrutscht. Offiziell muss in Normallage angezogen werden, wenn es aber nicht anders geht, ist es jedoch schon besser als nichts, so weit einzufedern, ohne dass euch der Wagen abhebt.
Angezogen werden die Schrauben je nach Materialgüte, in diesem Fall mit 100 Newtonmetern und 90 Grad Drehwinkel. Die 90 Grad zeichne ich mir im Vorhinein an und kontrolliere nach jedem Stück, wie weit ich schon angezogen habe. Nicht zu vergessen ist der letzte Schritt, eine Achsvermessung durchführen zu lassen. Danach kann man sich wieder über ein straffes Fahrverhalten freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.